Recht herzlich willkommen. Was geht YouTube? Nineborn wieder am Start für euch mit einem weiteren Video zu Die Söldner. Und heute werden wir uns das letzte Level, das Chaosdorf 2, zur Brust nehmen. Und wenn wir das Ganze hier absolviert haben, dann können wir uns endlich über das LZ Answerer Lichtschwert freuen. Es war ja schon eine lange Reise, kann man fast sagen. Nicht ganz einfach, vor allem die Level 2 Abschnitte haben es ganz schön in sich und jetzt werdet ihr auch nochmal hart auf die Probe gestellt, kann man sagen. Also ich kann da natürlich nur von meinem Empfinden reden, aber ich finde, dass das Chaosdorf 2 mit Abstand das Schwierigste vom ganzen Söldnermodus ist. Ihr seht, ich bin jetzt im Hintergrund gerade schon am Upgraden und da ist es auch wirklich wichtig, ich sage euch gleich auch nochmal warum, dass ihr die Pistole, was die Feuerkraft anbelangt, maximal upgradet. Und nehmt euch noch eine Rohrbombe mit, auch die werden wir gleich noch brauchen. Ansonsten würde ich sagen, geht's auch schon los. Wir treffen hier auf die ersten Gegner. Auch die sind nicht zu unterschätzen. Die machen einen, ja, sehr ungefährlichen und langsamen Eindruck. Aber sobald die so komisch nach vorne fallen, und das kann jederzeit passieren, sobald er die anschießt, dann können die sehr, sehr schnell die Reichweite auf euch verkürzen. Und da habe ich mich auch schon so das ein oder andere Mal verschätzt. Also nehmt die Gegner auf jeden Fall ernst, haltet genügend Abstand. Sonst geht das, wie ihr auch hier schon fast sehen könnt, schnell in die Hose. Und ja, ich wollte nochmal darauf zurückkommen, warum es extrem wichtig ist, schon direkt zu Beginn des Spiels die Feuerkraft zu maximieren für die Lemmy. Denn ihr habt einen sehr, sehr wichtigen Vorteil dadurch. Und das ist der Vorteil, dass ihr viel weniger Munition braucht, da ihr die Gegner logischerweise schneller tötet. Denn Munition ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben nämlich 5 Abschnitte und mir ist es des Öfteren passiert, dass mir dann im 3., 4. Abschnitt die Munition komplett ausgegangen ist und dadurch quasi auch mein Run gestorben ist. Da oben auch noch ganz wichtig, ihr habt diesen Vogel gesehen auf dem Hausdach. Der hilft euch quasi dabei, die Combo am Leben zu halten, denn sonst wird es ein bisschen knapp. Hier kommen jetzt so, ja, gepanzerte Gegner und deswegen habe ich euch, oder würde ich euch raten, auch direkt eine Rohrbombe zu kaufen. Wir kriegen zwar auch in dem Haus, wo wir ganz zu Beginn waren, eine, aber ihr werdet gleich sehen, eine zweite ist trotzdem noch sehr, sehr nützlich. Ansonsten könnt ihr auch die kleinen Gegner dafür nutzen, um die quasi fast zu töten, lasst die aber trotzdem am Leben, schießt dann immer wieder auf die gepanzerten Gegner und wenn die Zeit euch ausgeht, könnt ihr schnellstmöglich einen von den kleinen Gegnern töten und dann letztendlich den gepanzerten finishen, wenn ihr hoffentlich versteht, was ich meine. So könnte man es auch ohne Rohrbombe machen, ist aber deutlich komplizierter und würde ich euch nicht empfehlen. Das ganze Level ist an für sich schon nicht ohne und da muss man sich nicht schwerer machen als unbedingt nötig. So, ihr seht, hierfür habe ich jetzt die zweite Rohrbombe genutzt. Das ist jetzt auch der letzte von den Gepanzerten im Bunde. Und ab jetzt wird es eigentlich relativ easy. Und wir können hier die ganzen kleinen Gegner abfarmen. Wir nehmen uns natürlich noch den 30 Sekunden Zeitbonus mit. Und da kommen jetzt noch ein paar von den kleinen. Wir gehen jetzt auch gleich nochmal ins Haus. Da sind nämlich auch nochmal ein paar Lay versteckt. Hier auf dem Fenstersims. Und was auch natürlich noch ganz wichtig ist, hier rechts, nehmt da bitte die Pistolenmunition mit, die sich hier auf der Bank noch verbirgt. Ja, ansonsten ist es das eigentlich auch schon fast gewesen mit diesem ersten Abschnitt hier. Wir kommen jetzt gleich schon in das finale Areal, sag ich mal. Das ist dem einen oder anderen bekannt, der den Bossfight gegen Donner schon bestritten hat oder erfolgreich bestritten hat. Das ist quasi hier der Weg Richtung Haus Beneviento. Und da bekommen wir auch gleich schon unsere zweite Fähigkeitenkugel. Wir haben ja zuallererst Pistolero bekommen. Jetzt bekommen wir hier noch die flinke Ratte. Und das ist eine sehr, sehr gute Ausgangslage, kann man sagen. Und auch das ist meiner Meinung nach sehr, sehr mitentscheidend, ob ihr es überhaupt schafft, den SSP-Rang zu erspielen. Und dementsprechend kann ich euch auch schon fast empfehlen, wenn die ersten zwei Fähigkeitenkugeln euch nicht wohlgesonnen sind und ihr nicht wirklich was Brauchbares bekommt, ja, würde ich wirklich schon fast sagen, startet einfach neu, versucht es noch einmal. Und jetzt hier bei dem großen Gegner kann ich euch noch den Tipp geben,
Wenn der euch zu nahe kommt oder euch im Weg ist, dann schießt ihr ihm einmal auf die Beine, dann wird der gestunt und dann könnt ihr relativ gefahrenlos die kleineren Gegner abfarmen. Denn mein Ziel ist es hier, bis auf den Großen alles zu töten. Der Große, der schluckt meiner Meinung nach viel zu viel Munition und dementsprechend lohnt es sich nicht unbedingt, den auch noch zu töten. Und dementsprechend würde ich euch das auch so empfehlen. Ja, der erste Abschnitt ist vollbracht. Wir haben 406.000 Punkte und es geht gleich weiter mit dem nächsten Abschnitt. Ja, wir sammeln wieder den Loot ein, den wir hier dem Duke vor der Nase wegschnappen. Und ansonsten könnt ihr quasi noch weiter die Lemmy upgraden. Wir nehmen uns auch hier wieder eine Rohrbombe mit. Ich würde auch nicht empfehlen, die Heiltränke zu verkaufen. Das habe ich bei dem einen oder anderen gesehen und gehört. Würde ich euch nicht empfehlen, weil, soweit ich mich erinnern kann, habe ich es nicht einmal, hatte ich nicht einen Run, sage ich mal, gehabt, wo ich nicht irgendwie nochmal heilen musste oder so. Ich habe natürlich auch die Wolfsbane gekauft, die ihr jetzt gerade hier gesehen habt. Die ist auch sehr, sehr wichtig. Damit erstmal hier den großen Gegner mit der Axt töten und die kleineren sollten dann eigentlich kein großes Problem mehr darstellen. Vergesst auch die nicht zu looten. Nehmt immer schön Delay mit. Jetzt kommen hier oben schon die Gargoyles. Ich würde euch empfehlen, schon so ein bisschen in die Richtung zu begeben, in die ich mich jetzt hier begeben habe. Weil da hinten geht es gleich weiter, sonst reißt euch da relativ schnell die Combo. Rüstet die Rohrbombe aus, denn hier kommen sehr, sehr viele Gegner jetzt und dann könnt ihr hier einen richtig schönen Multikill machen. Und dann bleiben letztendlich nur noch die zwei Robo-Boys mit dem Reaktorkern übrig. Aber wenn jetzt hier die Combo reißen sollte, ist das nicht sehr schlimm. Beziehungsweise reißt mir persönlich die Combo hier immer. Das ist aber eigentlich auch Plan des Ganzen. Denn was eins wichtig ist, was ich euch noch so mit auf den Weg geben möchte, ist, ihr braucht nicht in jedem Abschnitt die beste Combo. Ihr müsst auch nicht immer alle Gegner töten. Also das ist im Vergleich zu den Stufe 1 Level, ist es sehr human gehalten, sag ich mal. Das heißt aber nicht, dass es einfach ist oder einfacher. Es ist ganz im Gegensatz, ist es trotzdem deutlich schwerer, weil wir hier einfach 5 Abschnitte haben, die wir mit der Lemmy quasi bewältigen müssen. Und das ist halt einfach nicht einfach. Es ist schon relativ schwierig. Es ist natürlich auch wichtig, dass die Fähigkeiten immer mitspielen. In dem Fall habe ich mich, glaube ich, für dickhäutig entschieden. Magisches Magazin ist eigentlich auch sehr, sehr gut und kann ich euch natürlich auch empfehlen. Aber ich habe festgestellt, dass ich zu Beginn fast immer nur mich für Fähigkeiten entschieden habe, die mehr Schaden machen. Oder in dem Fall hätte ich wahrscheinlich das doppelte Magazin genommen. Aber es zahlt sich wirklich aus und das ist auch ein Tipp, den ich mal euch geben möchte. Wenn ihr auch des Öfteren eure maximale Gesundheit erhöht oder wenn ihr die Fähigkeit bekommt, die dafür sorgt, dass ihr, wenn ihr blockt, keinen Schaden mehr bekommt. Das sind alles Sachen, die können sehr, sehr hilfreich sein und die haben mir auch bei diesem Run hier sehr, sehr gut geholfen. Ja, ansonsten haben wir jetzt hier die Bogenschützen, die sind mega nervig, weil ihr nicht so viel Schaden ja auf diese Distanz machen könnt und die schießen natürlich alle gleichzeitig mit Pfeilen auf euch. Und ja, da kann ich euch nur empfehlen, immer diese so links, rechts zu laufen, um den Pfeilen möglichst gut auszuweichen. Das klappt nicht immer perfekt, aber das ist so das Einzige, was man, glaube ich, machen kann. Ja, hier auch wieder die Wolfsbane im Einsatz. Direkt, wenn es geht, 2 Headshots verteilen an die großen Boys mit ihren Äxten. Und dann ist eigentlich der Rest hier kein großes Problem. Hier spawnen jetzt nochmal 3 Lykaner und dann nochmal weitere 3. Und dann haben wir auch den zweiten Abschnitt schon so gut wie absolviert. Das war jetzt auch noch nicht der schwierigste Part. Der kommt dann im nächsten Abschnitt meiner Meinung nach. Das ist nämlich der Part, den ich am wenigsten gut kann. Sagen wir es mal so. Auch hier jetzt leider wieder einen Hit bekommen. Und ihr seht schon, auch da ist es halt wichtig, dass die Heilung ready ist. Ansonsten ist der Run ruckzuck vorbei, wenn ihr nicht heilen könnt und komplett rot seid und da nur mit halber Geschwindigkeit unterwegs seid. Das ist natürlich sehr, sehr schlecht. So, jetzt würde ich sagen, nehmen wir hier nochmal eine Fähigkeit mit. Achte darauf, wenn ihr dieses Masuram, oder das heißt, nimmt, ich weiß es gerade nicht, wie es heißt, ich kann es gerade nicht gut erkennen. Das sorgt dafür, dass zwar euer Messerangriff um das 10-fache steigt, aber dafür schwächt ihr alles andere. Deswegen empfehle ich euch das nicht.
Und ja, der zweite Abschnitt ist vollbracht. Wir haben knapp 600 oder gut 600.000 Punkte. Weiter geht's beim Duke. Wir reißen uns natürlich wieder hier den ganzen Kram unter den Nagel. Vor allem die Pistolenmunition ist wichtig. Dann kann ich euch empfehlen, noch die Magazinkapazität ein wenig zu erhöhen. Aber ansonsten sind wir da auch schon ziemlich durch. Ich nehme noch eine Heilung mit für die Sicherheit. Und dann geht's eigentlich auch schon rein in den dritten Abschnitt. Weil wir fangen jetzt schon so langsam an, für den Granatwerfer zu sparen. Der wird auch essentiell wichtig, vor allem für den allerletzten Abschnitt. Und dementsprechend müssen wir da jetzt auch ein bisschen sparen. Wir brauchen aber auch eigentlich nichts weiteres für den dritten Abschnitt. Wobei ich dazu sagen muss, das ist auf jeden Fall der Abschnitt, den ich am allerwenigsten kann. Also ich bin wirklich, wirklich nicht gut in dem Abschnitt. Das werdet ihr auch gleich sehen. Den habe ich auch ziemlich beschissen gespielt. Ich gebe es zu. Das fängt schon damit an, dass ich hier einmal in den Bohrer reinlaufe. Aber ja, hier muss ich auch sagen, hier habe ich ein bisschen experimentiert. Ich habe normalerweise diese Gegner hier nie getötet, aber ich dachte mir, ja, ich probiere es halt mal auch spontan. Und wie man sieht, hat es nicht sehr gut geklappt. Ja, aber die Fähigkeitenkugel, die würde ich euch raten, nehmt die mit. Ich habe jetzt hier den Leibwächter bekommen. Das ist ja auch quasi die Fähigkeit, die ich schon im vorherigen Abschnitt angesprochen habe. Die sorgt dafür, dass ihr beim Blocken keinen Schaden mehr bekommt. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Also das sind Fähigkeiten, die ich auch zuvor immer unterschätzt habe, die ich gekonnt ignoriert habe, und ich bin wirklich immer nur auf Fähigkeiten gegangen, die den Schaden boosten oder meine Schnelligkeit boosten. Aber ich habe vor allem in diesem Level gemerkt, wie wichtig auch die Fähigkeiten sind, die unsere Lebensenergie boosten, beziehungsweise unser Blocken upgraden, sage ich mal. Und das hat mir wahrscheinlich sogar auch den Run hier gesaved, kann man schon fast sagen. Sonst wäre ich das ein oder andere Mal schon tot gewesen. Und das ist mir wirklich sehr, sehr häufig passiert. Ja, in diesem Chaosdorf 2. Ja, vielleicht auch nochmal kurz so ganz allgemein gesprochen, kann ich ja auch sagen, ich hatte eigentlich schon eine Aufnahme ready. Deswegen kommt das Video jetzt auch so spät. Ich habe ja, oder diejenigen, die es gesehen haben, ganz am Anfang, ich habe ja schon den SSP-Rang hier im Chaosdorf 2 mit, keine Ahnung, um die 970.000 Punkte, glaube ich, irgendwie so im Dreh. Und ja, leider ist mir aber die Aufnahme abhanden gekommen, I don't know, und gerade hier im Chaosdorf 2, wo ich so froh war, dass ich das Ganze hinter mich gebracht hatte, habe ich mich wirklich sehr, sehr geärgert, muss ich sagen, und dementsprechend habe ich mich auch lange davor gedrückt, das Ganze hier nochmal zu spielen. Und ja, jetzt habe ich mich zusammengerissen, habe es nochmal probiert, und ich bin ganz ehrlich, es hat mich trotzdem noch die eine oder andere Stunde gekostet. Aber wie ihr jetzt sehen könnt, habe ich es dann trotzdessen geschafft, und dementsprechend ja, hat das alles ein bisschen länger gedauert. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Wir werden aber jetzt hier nochmal einen schönen Abschluss machen. Ich werde es einfach spoilern, denn die 1 Million Punkte Marke, die wird jetzt hier geknackt werden, und dementsprechend hat sich das Ganze dann auch nochmal für mich gelohnt. So, ihr seht, ich bin da im ersten Teil dieses Abschnitts so ein bisschen durchgerusht. Ich habe da gar nicht allzu viele Gegner getötet. Das ist halt sehr, sehr gefährlich, weil da fast nur von diesen überaus gepanzerten Robo-Gegnern auf uns warten, und die sind ultra gefährlich. Auch dieser Part hier ist mega nervig, weil wir wieder extrem viele Bogenschützen haben, wo wir auch wieder versuchen sollten, mit links-rechts laufen auszuweichen. Und des Weiteren könnt ihr auch natürlich versuchen, so weit hinten wie möglich zu bleiben, euch so ein bisschen hinter dieser Steinkante noch zu verstecken. Ihr habt ja gerade gesehen, wie ich das ungefähr umgesetzt habe. Und dann können wir uns auch in die Festung reinbegeben. Fangen jetzt hier damit an, die ersten Bogenschützen auszuschalten. Denn auch davon werden hier noch einige auf uns warten. Jetzt kommt der erste gepanzerte Roboboy. Und hier einmal schön auf den Reaktorkern mit der Wolfsbane. Das ist auch immer das Ziel des Ganzen, sobald die irgendwie versuchen euch anzugreifen oder euch zu nahe kommen, dann sofort mit der Wolfsbane den Reaktorkern unter Beschuss nehmen, und wenn ihr den richtig trefft, dann sterben die natürlich auch im Idealfall sofort. Und jetzt hier bei dem Gegner ist ein ganz gutes Beispiel, wie es nicht funktioniert, denn wir können leider hier nicht, ja, die Treppe runterspringen, weil da ein paar, ja, Lianen, glaube ich, sind das, im Weg sind. Und ja, leider sehr ärgerlich. Ich habe ja schon angesprochen, dass der Part alles andere als optimal gelaufen ist. Aber ich denke, es ist auch immer ein ganz gutes Beispiel
für diejenigen, die generell ein paar Probleme mehr haben, die es auch nicht so perfekt schaffen in diesem Abschnitt. Ihr seht, auch wenn man nicht so gut spielt, kann man es letztendlich schaffen, den SSP-Rang zu erreichen. Und ich weiß ja, dass viele von euch sich mit dem SP-Rang zufrieden geben, weil im Endeffekt geht es ja auch hier darum, das Lichtschwert zu erspielen, und erreicht ja der SP-Rang. Von daher macht euch nicht zu viel Druck. Wichtig ist nur, dass ihr nicht frühzeitig sterbt, denn dann ist das Ganze hier natürlich schnell vorbei und dann wird es wahrscheinlich auch eng, den SP-Rang zu erreichen. Ja, ansonsten können wir uns jetzt hier schon auf die zweite Ebene begeben, und auch hier wird uns nochmal einer von den Robo-Boys begrüßen. Da können wir jetzt damit noch eine Rohrbombe haben, die einmal auf ihn werfen und dann schön ganz entspannt mit der Wolfsbane finishen. Und dann haben wir das Schlimmste in meinen Augen, den schlimmsten Abschnitt hier auch schon so langsam hinter uns gebracht. Auch hier warten nochmal zwei weitere Bogenschützen auf uns, aber die stellen jetzt nicht mehr eine allzu große Herausforderung dar. Und dann war es das Gott sei Dank auch. Ihr seht, nur 29 von 38, reicht aber trotzdem aus, um im dritten Abschnitt auf knapp 700.000 Punkte zu kommen. Jetzt wird es nochmal interessant, denn bevor wir uns den vorletzten Abschnitt vornehmen, können wir jetzt investieren in den Granatwerfer. Der ist nämlich jetzt ganz, ganz wichtig für den folgenden und vor allem für den letzten Abschnitt in diesem Level. Wir kaufen so viel wie möglich Granaten. Das ist jetzt leider in dem Fall nicht allzu viel. Also da hatte ich schon, deutlich mehr gehabt auf jeden Fall in vorherigen Sessions. Deswegen bin ich hier nicht sehr gut bestückt mit Granaten. Es ist natürlich auch wichtig, dass ihr die Wolfsbane verkauft, falls ihr da keine Munition mehr für habt. Ich habe jetzt natürlich noch 5 Schuss und die will und werde ich natürlich erst einmal nutzen. Das heißt, ich habe jetzt nicht allzu viele Granaten, aber das ist gar nicht mal das Hauptproblem. Ihr werdet sehen, was gleich das Hauptproblem ist. Ansonsten ist der Abschnitt gar nicht mal so schwer. Er ist eigentlich ganz gut machbar, aber die Problematik, die werde ich euch dann gleich erläutern, beziehungsweise ihr werdet gleich sehen, was die Problematik ist. Zunächst einmal befassen wir uns hier mit dem Reaktor-Kernboy. Ihr wisst, wie es läuft. Einmal schön mit der Wolfsbane rein in den Reaktor und dann ist der Geschichte. Ansonsten können wir jetzt hier relativ easy die Lykana abfarmen. Da kommen immer 2 bis 3 Stück. Da habt ihr aber eigentlich auch genügend Zeit, die in Ruhe zu töten. Die Lemmy ist natürlich voll geupgradet, auch mit maximaler Feuerrate und allem, und dadurch ist die jetzt auch nicht mehr ganz so schlecht. Ist natürlich trotzdem kein Vergleich zu meiner heißgeliebten 1911er, mit der macht das natürlich deutlich mehr Spaß, aber ja, das ist nun mal die Art des Schwierigkeitsgrades hier in den Level 2 Abschnitten. So, wir töten noch den letzten Gegner, bevor wir uns jetzt hier schon Richtung des nächsten Areals aufmachen, aber hier ist jetzt ganz wichtig, dass wir diesen Gegner töten, um die Combo zu halten. Da kommt schon der große Axeboy auf uns zu, und jetzt sofort ja zurücklaufen und so ein bisschen die Gegner abfarmen, denn der war jetzt wichtig, um die Combo zu halten. Hier ist noch eine Fähigkeitenkugel versteckt, nicht allzu gute Fähigkeiten, der Initialschuss ist noch ganz okay, dann nehmen wir den auch mit, würde ich sagen. Und jetzt hier mit der Wolfsbane den großen finishen, und dann können wir uns eigentlich noch zu guter Letzt ganz in Ruhe hier mit den kleinen bisschen beschäftigen. Das ist alles nicht allzu schwer. Das ist halt auch der Vorteil, wenn man noch Munition für die Wolfsbane hat. So, ansonsten hätten wir aber auch mehr Granaten zur Verfügung und könnten auch dann den großen Gegner mit dem Granatwerfer ausschalten. Auch hier erstmal den Gegner töten, um die Combo weiter am Laufen zu halten. Fähigkeitenkugel. Und auch die gönnt uns nochmal eine erhöhte Gesundheit. Ich habe es ja vorher schon des Öfteren erwähnt, wie wichtig doch auch diese Gesundheitsfähigkeiten sein können. Und dementsprechend rate ich euch wirklich dringend, die mitzunehmen, solange ihr da keinen Pistolero oder Leichenzerstörung seht oder Lichtgeschwindigkeit bzw. flinke Ratte. Also das sind so die wichtigsten, die besten Fähigkeiten. Aber wenn ihr die schon habt, dann könnt ihr auf jeden Fall da wirklich sehr großen Wert auf die Gesundheitsfähigkeiten legen. So, hier kommen jetzt einige Gegner auf einmal. Das heißt, hier bietet sich natürlich an, den Granatwerfer zu nutzen. Ist, denke ich mal, obvious. Und dementsprechend werden wir, deswegen habe ich mir den auch quasi aufgespart für diesen Part hier. Denn hier ist es echt gefährlich. Auch den gepanzerten Gegner tue ich sicherheitshalber mit dem Granatwerfer unter Beschuss nehmen.
Denn wir haben auch eine sehr gute Combo, muss ich dazu sagen. So, da wir jetzt das geile Block-Upgrade haben, haben wir jetzt hier auch keinen Schaden bekommen. Das war auch wieder ein sehr gutes Beispiel dafür, wie wichtig diese Heilungsfähigkeiten sein können. Und ja, ich glaube, jetzt ist aber der Zeitpunkt, wo die Combo reißt. Wir haben aber 28 Gegner in Folge getötet. Das ist wirklich gar nicht so schlecht hier für diesen Abschnitt, würde ich sagen. So, da war das Aim auch on point. Das war sehr, sehr gut, dass wir den auch bei uns, den Gegner direkt ausgeschaltet haben. Denn sonst könnte es ja auch ein bisschen eng werden. Wir haben nicht sehr viel Platz und die blöden Gargoyles nerven alle rum. Und ja, jetzt könnt ihr wahrscheinlich schon meine Problematik in diesem Abschnitt erkennen. Die Pistolenmunition ist mir ausgegangen und da bin ich auch ein bisschen verzweifelt hier auf der Suche nach Munition. Leider hat sich da nichts mehr versteckt da hinten. Dafür nerven uns noch ein paar Gepanzerte. Und ja, das ist jetzt so quasi der Teil des Abschnitts, der dann nicht mehr allzu viel Spaß macht ohne Munition. Vor allem, wenn man nicht in der Lage ist, den Reaktorkern zu treffen. Ich hätte natürlich auch hier das Fass nutzen können, aber ich war so leicht im Panikmodus, ne? Ich weiß, okay, ich habe ganz gut Punkte. Wenn ich das sauber zu Ende spiele, dann könnte es eine gute Runde werden. Und ja, dann geht dir die Munition aus. Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Eine gewisse Drucksituation, aber wir werden gleich sehen, ich habe noch das Beste draus gemacht, indem ich hier weiter meine Gesundheitsfähigkeiten bis ins Unermessliche pushe. Und ja, wir bekommen hier jetzt auch nochmal ein bisschen Pistolenmunition. Die sorgt dafür, dass wir uns jetzt hier noch ein bisschen über Wasser halten können. Beziehungsweise setzen wir erstmal den Granatwerfer ein, denn der ja rettet uns jetzt quasi hier das Leben. Denn sonst wären wir jetzt hier schneller tot, als man gucken kann. Hier kommen nämlich jetzt einige Gegner auf uns zu und ja, versuchen uns ein bisschen zu cornern, was sehr gefährlich ist. Deswegen sofort raus da aus der Ecke. Und ja, wie ihr seht, es ist eine richtige Gegnerhorde hier, die noch auf uns wartet. Und ja, ich versuche jetzt noch mit den letzten Kugeln, die mir übrig bleiben, so viele Gegner wie möglich zu töten. Aber im Endeffekt bin ich schon mit meinem Kopf so ein bisschen im Ziel, ne? Also es geht jetzt nicht darum, alles unbedingt zu töten. Ich möchte halt wirklich nur meine Munition noch maximal nutzen. Und ja, jetzt bin ich langsam an dem Punkt, wo ich weiß, okay, jetzt wird es sehr, sehr gefährlich. Jetzt sollten wir langsam zum Ende kommen. Und dann können wir uns auch darüber freuen, dass wir nach dem vorletzten Abschnitt schon bei über 800.000 Punkte sind. Ne, sogar über 900.000 Punkte. So, letztes Level, letzter Abschnitt. Jetzt geht's zum großen Finale. Und ja, was passt besser zu einem großen Finale als eine große Explosion? Und dementsprechend werden wir uns gleich mit ordentlich Granaten ausstatten. Wenn ihr jetzt gleich seht, wie viele Granaten ich hier kaufen kann, dann versteht ihr, glaube ich, was ich meine. Ich glaube, so viel hatte ich auch vor, oder war ich vorher noch nie in der Lage zu kaufen. 41 Granaten, nämlich nicht alles täuscht. Und das ist natürlich sehr, sehr stabil. Also wir haben 48 Granaten insgesamt, die wir jetzt im letzten Fight verwenden können. Den SP-Rang, den haben wir auch schon in der Tasche, sogar sehr deutlich. Das heißt, ihr seht, ihr müsst lange nicht so gut spielen, in Anführungszeichen so gut wie ich, wie ihr das jetzt hier im Video gesehen habt. Und ich habe jetzt hier leider einen folgenschweren Fehler gemacht. Also auch, ich habe es mir auch nochmal unnötig schwer gemacht, sagen wir es mal so. Denn ihr seht, ich lade nach jedem Schuss mit dem Granatwerfer nach. So bin ich es natürlich gewöhnt aus dem Hauptspiel. So ist es da nun mal. Ich habe leider gar nicht gemerkt, dass ich hier 6 Schuss im Magazin quasi habe. Was ja eigentlich auch gar keinen Sinn macht, ist natürlich nicht möglich, hier 6 Granaten direkt durchzuladen. Ja, und dementsprechend habe ich es mir hier wirklich ein bisschen schwerer gemacht, als es sein muss. Aber ich habe es, ja, nichtsdestotrotz, denke ich, ganz gut gemeistert. Wichtig ist jetzt hier bei dem letzten Abschnitt so viel wie möglich auf Miranda zu schießen, weil die natürlich extrem viel aushält. Und ihr braucht tatsächlich auch die ganzen Granaten. Werdet ihr am Ende noch sehen, wie knapp das eigentlich ist, ne? Und dementsprechend immer auf Miranda drauf. Und wenn ihr seht, die Combo reißt, dann am besten ein paar Gegner töten. Wobei das jetzt hier auch nicht mehr bei der Punktzahl unbedingt notwendig ist, die bestmögliche Combo zu erreichen. Also ich glaube, meine Combo war jetzt hier auch in dem letzten Abschnitt nicht allzu hoch. Und mir war wirklich nur wichtig, hier Miranda schnellstmöglich zu töten. Weil die ist wirklich in der Lage, euch Probleme zu bereiten, vor allem, wenn ihr nicht mehr so viel Heiltränke habt.
und da natürlich auch noch um euch herum sehr viele Gegner spawnen, ist es gar nicht so einfach, würde ich sagen. Ne? Es hängt halt stark davon ab, wie viele Granaten ihr habt. Ich habe halt Gott sei Dank in dem Beispiel sehr, sehr viele. Und hätte ich jetzt noch gewusst, dass ich erst nach 6 Schuss nachladen muss, dann wäre es natürlich noch deutlich einfacher gewesen. Aber ja, nichtsdestotrotz denke ich, wie gesagt, dass ich das ja ganz gut gemeistert habe. Ihr seht, ich nutze auch ab und zu mal die Granaten, um ein paar Gegner aus dem Weg zu räumen, denn sonst wird es hier ein bisschen voll. Und dann kann man da relativ schnell ja, Gefahr laufen, einiges an Schaden zu bekommen. So, aber jetzt sind wir gerade schon auf einem sehr guten Weg, Miranda ins Jenseits zu befördern, wenn die gute Dame denn da überhaupt hinkommt, da bin ich mir nicht ganz so sicher. So, hier jetzt ein blöder Fehler, das ist normal diese Kugel, die man ja eigentlich zerstören kann, wenn man auf die schießt, aber irgendwie, ja, war ich nicht so ganz in der Lage, das hinzukriegen. Aber wir haben ja noch eine Heilung am Start, von daher halb so wild. Das wilde Geballer geht weiter und jetzt nähern wir uns auch langsam dem Ende. Ihr seht, es sind auch nur noch 6 Gegner übrig. Ich glaube, das ist jetzt wirklich nur noch Miranda, die da übrig ist, plus diese Bogenschützen hier. Und sobald ihr Miranda getötet habt, ist der Rest eigentlich auch nur noch ein Kinderspiel. Es geht, wie gesagt, dementsprechend wirklich eigentlich nur darum, Miranda zu töten. Wenn ihr aber nicht genügend Punkte habt und es relativ knapp bei euch wird, dann, wie gesagt, schießt so viel auf Miranda wie geht, aber bevor die Combo reißt, müsst ihr natürlich schauen, dass ihr Gegner tötet und da müsst ihr natürlich immer ein ganz gutes Timing für finden. So, auch hier wird es jetzt langsam knapp, die letzten 25 Sekunden laufen und da war es natürlich jetzt auch wirklich wichtig, Miranda zu töten, denn die gibt einen 60 Sekunden Bonus und damit war mir klar, okay, das wird hier reichen. Das sieht ganz gut aus, das heißt, die letzten Bogenschützen abfarmen und dann ist das ganze Projekt hier erfolgreich. Wir haben auch im letzten Abschnitt den SSP-Rang erreicht und somit natürlich auch das LZ-Answerer, was ich schon länger habe. Wie gesagt, das Ganze habe ich schon mal abgeschlossen. Jetzt nochmal ein zweites Mal extra für euch für YouTube, damit ich das Ganze natürlich auch in Form eines Videos hochladen kann, um euch natürlich hoffentlich damit helfen zu können. Ich würde mich natürlich über Feedback freuen und ich bin raus. Nineborn, Ende.